Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Der Appell oder mein Appell ist im Endeffekt, dass man in dieser Situation, die für alle nicht sehr, sehr schwierig ist, sich wirklich auch auf die Trauer besinnt und mit dem Bestatter gemeinsam versucht, Lösungen zu finden, um halt der eigenen Trauer Raum zu geben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende in dieser Krise. Man kann die Trauer nicht verdrängen und insofern ist es einfach wichtig, dass man der Trauer Raum lässt und sprechen Sie Ihren Bestatter an, er wird Ihnen dabei helfen. Mein Name ist Stefan Neuser, ich bin Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter und der Bestatterverband organisiert 81% der Bestatter in Deutschland, das heißt in Zahlen 3.100 Bestattungsunternehmen, die bei uns im Verband organisiert sind. Erheblich, vor allen Dingen was die Abläufe betrifft und was die Menschlichkeit betrifft. Das heißt, die Angehörigen sind ohnehin in einer Ausnahmesituation und sind natürlich jetzt in der Corona-Phase sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, sie können nicht vom Verstorbenen so Abschied nehmen, wie sie das eigentlich möchten. Die Nähe zum Verstorbenen, auch die möglich oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Und auch die Trauerfeiern als solche können nicht mehr in dem Umfang organisiert werden, wie das vor der Krise der Fall war. Das heißt, wir haben aufgrund des Föderalismus, den wir in Deutschland haben, sehr, sehr unterschiedliche Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern. Um es konkret zu sagen, in manchen Bundesländern ist es möglich, nur noch im engsten Familien- und Freundeskreis an der Trauerfeier teilzunehmen. Und in anderen Bundesländern gibt es Vorgaben, was die Teilnehmeranzahl betrifft. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Also es ist für die Bestatter schwer, weil sie auf der einen Seite natürlich gucken müssen, dass die Hygienevorgaben eingehalten werden, also Mindestabstand zwischen den einzelnen Teilnehmern bei der Trauerfeier. Und natürlich für die Angehörigen, weil viele einfach nicht mehr an der Trauerfeier teilnehmen können, sondern nur halt ein begrenzter Kreis. Also man muss eins ganz klar sagen, jeder Sterbefall, sei es vor Corona und jetzt zu Corona-Zeiten, ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation für die Angehörigen. Und jetzt ist es eigentlich eine furchtbare Situation, weil man muss sich vorstellen, man kann nur mit einer begrenzten Anzahl von Familienmitgliedern und Freunden den Verstorbenen auf seinem letzten Weg begleiten. Man kann sich nicht an die Hand nehmen, man kann nicht kondolieren, man kann sich nicht umarmen. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr schwer fallen. Und insofern ist es einfach wichtig, dass man versucht, mit dieser schwierigen Situation dennoch einigermaßen akzeptabel umzugehen. Und da helfen die Bestatter auch vor Ort. Da sollte man sich auch entsprechend beraten lassen, dass die persönlichen Bedürfnisse da nicht zu kurz kommen. Weil eins ist auch klar, man kann das nicht wiederholen und die Trauer braucht ihren Raum, um halt auch keine bleibenden Schäden mit sich zu bringen. Und die muss sozusagen dann auch stattfinden an der Stelle. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, trotz der Krise, wo Bestatter jetzt darauf reagieren. Also man kann es vielleicht so machen, und da sollte man sich auch beim Bestatter beraten lassen, dass man die Trauerfeier zeitversetzt in kleineren Gruppen durchführt, über den Tag verteilt, also dass jeder auch Gelegenheit hat, sich vom Verstorbenen zu verabschieden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine Videoaufzeichnung beispielsweise macht von der Trauerfeier und hinterher den Angehörigen, die nicht dabei sein konnten, zur Verfügung stellt. Oder aber auch ein Livestream im Internet ist möglich, wobei das natürlich, das ist ganz klar, die persönliche Nähe nicht ersetzt. Deswegen ist es so, dass einige, die jetzt einen konkreten Sterbefall zu verzeichnen haben, sagen, okay, wenn es denn eine Feuerbestattung ist, dann versuchen wir den Termin der Beisetzung noch etwas hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass es Lockerungen geben wird. Das ist auch bei der Feuerbestattung oder Urnenbestattung dann hinterher möglich. Da gibt es längere Fristen als bei der Erdbestattung. Aber wichtig ist auch, irgendwann möchte man einen Abschluss finden. Und insofern unendlich hinauszögern kann man und sollte man das nicht.
Das sollte man aber mit dem Bestatter besprechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch beispielsweise, dass man sagt, in einem Jahr holen wir eine Gedenkfeier nach und lassen dann nochmal alle zusammenkommen und machen es jetzt im kleinsten Kreis. Das sind alles Optionen, die der Bestatter vor Ort natürlich dann auch mit den Angehörigen bespricht. Das hängt von Bundesland zu Bundesland ab. Auch da wieder bitte den Bestatter vor Ort fragen und mit ihm besprechen, was vor Ort zulässig ist und was möglich ist. Es ist so, dass, wie Sie richtigerweise sagen, Gottesdienste im Moment noch nicht stattfinden. Aber es gibt Möglichkeiten, beispielsweise wenn der Bestatter eine eigene Trauerhalle hat, dass man dann unter Einhaltung der Abstandsregelungen und der Hygienevorgaben dann auch da eine Trauerfeier durchführen kann. Ansonsten ist es so, dass viele Trauerfeiern im Moment draußen stattfinden. Das ist natürlich jetzt der Jahreszeit geschuldet, geht das einigermaßen, aber auch da sorgen Bestatter vor, die bauen Zelte und Ähnliches auf, dass man dann halt auch vor Regen oder Ähnlichem geschützt ist. Also auch da bitte unser Appell, sprechen Sie mit Ihrem Bestatter vor Ort und dann wird es da entsprechende Lösungen trotz dieser schwierigen Begleitumstände geben.